Moin, hier ist das Bundesländer-Pausengespräch mit Käthe und Knut. Hey Knut, wie viel weißt du eigentlich über Deutschland? Ich weiß sehr viel über Deutschland. Welches ist denn das sicherste Bundesland? Das weiß ich. Ja, dann schau doch mal auf die Karte. Es ist Baden-Württemberg. Boah, super, dass du das weißt. Weißt du auch, welches das gesündeste Bundesland ist? Da müsste ich überlegen. Ach, du meinst, wo die Menschen am wenigsten krank werden? Ja, das ist wieder Baden-Württemberg. Gut, Knut. Und welches Bundesland hat die meisten Einwohner? Das ist doch einfach. Schau mal auf die Karte. Es ist Bayern. Quatsch, Knut. Schau mal, das ist NRW. Och, Menno. Macht nichts, Knut. Du kannst nicht alles wissen. Vielleicht weißt du aber ja, wo die Menschen am meisten Geld verdienen. Ich weiß nicht so genau. Vielleicht ist es Hamburg. Prima, Knut. Dann weißt du ja jetzt bestimmt auch, in welchem Bundesland die meisten Kinder zur Welt kommen. Nee, tut mir leid. Kannst du mir das sagen? Ein Tipp, es ist ein Bundesland im Osten. Sachsen, ich bin so gut. Klasse. Okay, wir bleiben jetzt im Osten. Wo gibt es wohl die meisten Arbeitslosen? Mecklenburg-Vorpommern. Und nächste Frage bitte. Erstmal nächste Korrektur. Mensch, Knut, das ist doch Berlin. Och Mensch, ich bin so blöd. Quatsch, frag doch mal einen deiner alten Lehrer. Wo leben wohl die ältesten Lehrer? Wo leben denn junge Lehrer? Sind die nicht alle alt? Ach, in Berlin wohnen auf jeden Fall die Ältesten. Gut zu wissen, dann gehe ich da nicht hin. Käthe, ich habe auch noch eine Frage an dich. Die ganzen Fragen, die haben mich so atemlos gemacht. Was ist denn das schönste Bundesland? Das schönste Bundesland ist nach meinem Geschmack auf jeden Fall Bremen. Ja, das finde ich auch. Bremen ist das schönste Bundesland. Ich dachte, du fängst an. Das reicht.